Willkommen zurück zu Herr der Ringe Online. Wir befinden uns im Kampf mit einem stabilen Langzahn und der uns gleich mal K.O. schlägt. Ist der letzte hier für diese Quest, in der wir Keiler Fleisch und Keiler Mägen besorgen haben müssen. Das heißt, die Aufgabe ist jetzt erfüllt, die können wir dann abgeben, wenn wir zurückreiten. Und da seht ihr schon, oh, haben wir das überhaupt schon ganz gesehen hier, diesen Bereich? Die wunderschöne Brücke hier rüber. Richtung den Trollhöhen. Die letzte Brücke heißt das. Da drüben sind die Trolle, da unten ist der Sumpf, da hinten ist die feste Gurut. Und jetzt marschieren wir mal hier rüber zum Fluss. Weil wir da unsere Wasserflasche füllen müssen. Da drüben haben wir wieder ein bisschen Erz, jawohl. Nehmen wir immer alles mit. So, und die richtige Stelle müsste hier irgendwo in den flachen Gewässern sein. Ja. Irgendwo hier, wo das Wasser schön steht, da wird es schön siffig. Eieiei. Auf keinen Fall fließendes Gewässer nehmen. Immer das stehende. Macht das ja nicht. Nicht, dass ich hier irgendwie noch eine Klage an den Hals bekomme, weil hier jemand krank wird, weil irgendwo das versiffte alte Wasser getrunken hat. Oh Gott, das wäre ärgerlich. Also sowohl für mich als auch für den, der es getrunken hat, natürlich. Na gut, ich vertraue einfach mal hier auf meine Hörerschaft, dass die so intelligent ist und nicht alles macht, was ich hier sage. Das ist alles nur ein Spiel. So lange, bis es ernst wird. Und Ernst ist jetzt 3 Jahre alt. Den kennt er bestimmt auch, den Spruch. Gut, also wir geben hier ab, dann verkaufen wir hier oben noch. Saures Wasser. Wir haben jetzt genügend Wasser, um unsere Fässer zu füllen. Mit der einen Wasserblase hier. Okay. Ich bin euch sehr dankbar für alles, was ihr für mein Volk getan habt. Hier, Tollfuß, nehmt dies und seid der Dankbarkeit der Eglein aus der Feste gut versichert. Ah, den können wir schon mal nehmen. Stenricks Ohrring. Oh, oder den. Oh, den Eisenstreitkolben. Hm. Nee, wir bleiben beim Durch. Der hat so schön maximale Moral. Dann rüsten wir den gleich mal aus. Den ziehen wir den weg. Und dich ziehen wir drauf, oder? Ja. Genau, und dann noch haben wir noch eine zweite Quest. Die Mägen werden gesäubert und das Fleisch wird getrocknet und gesalzen. Dann werde ich unsere Wasserfässer füllen und mein Volk nähren können. Habt vielen Dank. Überschwänglicher Ring und Attilas Essenzen. Die nehmen wir mal, da haben wir nämlich eh nur noch 2. Und dann sind wir hier oben soweit fertig. Was benötigt ihr? So, nur aufpassen, dass wir hier nicht irgendwelche Erze verkaufen, genau. Das Unkraut vom Fischen verkaufen wir auch natürlich. Das ist hier unten sehr gefragt. Die Äpfel, die behalten wir. Die auch. Da haben wir auch nochmal wurmige Äpfel. Müssen wir die wurmigen Äpfel brauche ich für die Quest doch nicht, oder? Okay, die können wir gar nicht verkaufen. Na gut. Dann sind wir jetzt fertig und wir begeben uns. Da ist ja jemand, der Arkarius, Scharfrichter des Bösen. Ein Elbenjäger. Oho, da hat aber jemand hier einen sehr gefährlichen Titel. Sieht eigentlich gar nicht so gefährlich aus, wenn man hier mal näher rangeht. Naja, ein bisschen grimmig schaut er ja schon. Oh, sehr grimmig sogar. Ich glaube, das haben die Elben so an sich, dass die immer grimmig schauen. Und jetzt machen wir uns auf den Weg hier runter. Jetzt haben wir quasi 2 Wege. Entweder wir gehen zu den Trollen oder wir gehen nach Harlock. Ich wäre jetzt fast dafür, wir machen zuerst Harlock fertig, bevor wir uns um die Trolle kümmern. Die Trolle sind nämlich auch nicht zu verachten. Sind
normalerweise Signatur waren früher mal Elite. Und ich denke mal, das wird auch ein bisschen aufwendiger, dass wir uns hier durchschnetzeln. Gibt es hier drüben noch Erz? Jawohl. Wir reiten jetzt einfach mal kreuz und quer hier runter und sammeln alles auf, was uns vor die Flinte kommt. So, und da unten, da seht ihr schon den wunderschönen Sumpf. Hier müssen wir jetzt irgendwie runter. Sinnvoller wäre natürlich, wenn wir hier irgendwo... Na gut. Wir springen einfach mal schön durch die Pampa hier durch, durch die Pfützen. Weil das keine Pfützen mehr sind, das sind ja hier schon richtige kleine Seen. Und da gibt es sowas wie zum Beispiel so Fliegen wieder mal. Das ist ja recht beschaulich jetzt, muss ich mal sagen. Das habe ich anders in Erinnerung. Da haben wir wieder einen Riedfliegenbrüter. Wieso ist denn hier so hell und so schön? Das ist ja richtig romantisch, also bis auf die Sumpfhüter-Bogenschützen. Die sind jetzt nicht wirklich romantisch. Oh, da gibt es schon Zwergeneisen hier unten. Das ist quasi die nächste Stufe nach dem hochwertigen Eisenerz. Ah, wusste ich gar nicht mehr. Ich weiß ja so vieles nicht mehr. Und da seht ihr schon, das sind die ersten Ruinen hier unten. Da müssen wir hoch. Und da drüben ist nochmal eine größere Ruine, die bevölkert von bösen Jungen ist. Bösen Jungen, bösen Jungs. Und im Rahmen des Genderwahnsinns der bösen Jungen und Mädchen. Neue Tat, die Düstermarsch. Finde feste Haar und finde Nindor, das müsste dann die andere sein. Und da haben wir einen Geist, so wie ihr hier da, seht. Und da hinten haben wir denn hier Waldemar Labkraut, Mitglied der Gasthausliga. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Ah, weil hier das Fest ist. Beschafft Distelbauchbräu im Gasthaus Efeu Busch in Hobbingen. Das müssen wir ihm jetzt bringen. Ne, das machen wir jetzt natürlich nicht. Da ist auch nochmal ein Geist der Emelin. Das ist der Nartan. Und da haben wir Arik, der Steinsprecher. Wir steigen mal ab, höflichkeitshalber. Buch 2, Kapitel 11 sind wir schon, der Steinsprecher. Was kann ich für euch tun? Mein Wissen über diese Lande ist groß, das stimmt. Habt ihr eine Ahnung, wie ich an dieses Wissen gekommen bin? Die Toten haben ihre Geheimnisse, große Geheimnisse, schreckliche Geheimnisse, Geheimnisse, die ihnen so viel bedeuten wie anderen ein warmes Feuer an einem kalten Wintertag. Erinnerungen wärmen ihr Herz, versteht ihr? Nein, wahrscheinlich versteht ihr nicht. Aber ihr werdet es verstehen. Oh ja, ich bin überzeugt, das werdet ihr. Dürfte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Sehr geheimnisvoller Mann. Herausforderung eines irgendwas. Von den Toten kann man vieles lernen. Allerdings gibt es einen lästigen Schatten namens Emelin, der allen Versuchen widersteht, mit ihm zu kommunizieren. Vielleicht habt ihr ja Erfolg, wo ich versagt habe. Emelin ist schwierig. Er wird von seinem Stolz geleitet und hält die Lebenden für unwürdig. Wenn ihr ihm euren Wert beweisen könnt, steigt ihr vielleicht so sehr in seiner Achtung, dass er bereit sein wird, euch zu helfen. Seid vorsichtig, wenn ihr mit ihm sprecht. Er wird versuchen, euer Vertrauen mit schönen Worten zu gewinnen, nur um euch dann in euer Verderben zu schicken. Ihr findet ihn in der Ruine der alten Feste her. Ja, da sind wir ja gerade. Nur mal so zur Info. Und die zerrüttete Vergangenheit. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Oh, eine Gefährtengruppenaufgabe. Seid gegrüßt, die Steine hier sprechen mit mir und erzählen von einem uralten Kampf, der hier in den einsamen Landen stattgefunden hat. Auf der einen Seite stehen verfluchte Menschen aus dem Geschlecht Emelins, die für ihre Untätigkeit büßen müssen. Auf der anderen Seite gibt es eine Macht, man könnte es wohl nennen, welche sich in Garth Agawen niedergelassen hat. Soweit ich gehört habe, haben diese verfluchten Menschen versucht, das, was aus ihrer Untätigkeit resultierte, sich richtig zu stellen. Aber sie haben immer wieder versagt. Wie ihr vielleicht wisst, sind diese Männer, diese Schatten nicht durch und durch böse und sie rühren mich. Ich würde ihnen gerne dabei helfen, die Dinge richtig zu stellen, um sie von ihrem Fluch zu befreien. Vielleicht könntet ihr dabei helfen. Vor kurzem haben grausame Geister Unruhe in das Wasser gebracht. Sie erscheinen in der Gestalt von Kreaturen, die Mornen genannt werden. Sie sind in der großen Zahl in Garth Agawen erschienen und haben viele Schatten vertrieben. Wenn ihr Garth Agawen betreten,
einige Morden besiegen und mir ihre Schwerter bringen würdet, würde ich sie zur Schau stellen und sie und die erlahmende Entschlossenheit dieser verfluchten Menschen stärken. Ah, okay, das ist also eine Quest, die dann hier oben stattfindet. Ghas Agaven ist ja ein Gebiet, was für Gruppen gedacht ist, eine Instanz. Und da werden wir nicht so schnell reinkommen. Wen haben wir denn hier versteckt? Steht hier hinter der Säule. Oh, Jagdaufträge. Ja, wunderbar. Genau sowas brauchen wir. Die mache ich wieder offline. Kein Problem. Keine Angst. Feuchter Pilzauflauf. Dürfte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Für mich gibt es keinen Zweifel, dass die Pilze aus den Ruinen im Osten deliziös sein werden. Sie haben all die Eigenschaften eines schmackhaften Gerichts, aber sie müssen geerntet werden. Arik hat klar gesagt, dass er denkt, dass es problematisch wird, dorthin zu gehen. Aber er hat mir diese glänzenden Edelsteine gegeben, die mir vielleicht etwas Hilfe geben könnten. Ich will lediglich 10 Pilze aus den Ruinen im Westen, damit ich sie zu einem wundervollen Gericht verarbeiten kann, welches ich feuchten Pilzauflauf nenne. Würdet ihr mir helfen? Sehr ungern. Was gibt's denn hier? Behälter, Schriftrolle, der Metallkunde, Experte. Experte ist gut. Wir sind aktuell Experte. Und Schriftstellerbehälter für Werkzeugrezept. Das wäre natürlich richtig gut, wenn wir da was bekommen, weil wir ja immer noch die Quest haben. Für den Ruf. Und damit wir die machen können, die Quest, damit wir die Entdeckerwerkzeuge herstellen können, müssen wir natürlich zuerst einmal das Rezept kennen. Und das wäre gut, wenn wir das vielleicht zufälligerweise hier bekommen könnten. Wobei die Chancen wahrscheinlich sehr gering sind. Sichelfliegen-Delikatesse. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Ich habe eine vernünftige Menge dieser Sichelfliegen zerquetscht und ihr Innenleben gesehen. Für mich sieht es ganz so aus, als ob ich mit der richtigen Zubereitung ein nettes Gericht aus dem machen könnte, was sie in sich haben. Der macht aus allem was zu essen. Das gibt's ja nicht. Würdet ihr, wenn ihr draußen im Sumpfland seid und euch von den Viechern umzingelt findet, ihre Innereien sammeln? Ich denke, ich könnte eine nette Mahlzeit aus ihnen machen. Das denke ich mir auch. Jagdauftrag, knusprige Kriecher. Bleibt einen Moment. Habt ihr gesehen, wie sie mit ihren kleinen Beinchen kriechen und ihre Bäuche über den Boden schaben? Ja, sie haben schon eine harte Schale, aber ich wette, darunter versteckt sich weiches Fleisch, saftig und bereit, zusammen mit ein paar Kräutern und Gewürzen seinen vollen Geschmack zu entfalten. Ich werde beweisen, dass wir von mehr leben können als den Dingen, die wir aus dem Bredand erhalten, und ich brauche dabei Hilfe. Die Kriecher tummeln sich überall im Sumpf von Haluk. Tötet sie und bringt mir das Fleisch aus ihren kleinen Schalen, damit ich herausfinden kann, ob man aus diesen knusprigen kleinen Kriechern eine vernünftige Mahlzeit zaubern kann. Boah. Sehr schön. Gut, also wir sprechen mal mit Emilin. Herausforderung eines Toten. Ja, atmet noch und wollt dennoch mit mir sprechen. Ihr seid nicht wieder mal Narik. Er ist ein Steinweiser und kennt die Geheimnisse dieses Landes. Doch selbst ihn verachte ich wegen seines roten Fleisches und seines leuchtenden Blicks. Die Weisheit wird euer sein, wenn ihr euch als ihrer würdig erweist. Wagt es, euch meinen Kriegern entgegenzustellen. Solltet ihr den Sieg erringen, werde ich euch bei eurer Aufgabe helfen. Versagt ihr jedoch, werdet ihr das Licht des nächsten Tages nicht mehr erblicken. Besiegt Emilins Männer. Und das sind sie auch schon. Ja, grüß Gott. Mein Name ist Tollfuß. Und ich verkaufe hier diesen wunderschönen Dolch. Zack, da kommt er aus dem Schatten und wird sofort betäubt. Das war's jetzt. Wirklich. Das hätte ja hier Arik hätte auch machen können, Mensch. Ihr habt meine Männer besiegt. Ihr atmet doch, wenn auch rau und unregelmäßig. Ruht euch aus und lauscht meinen Worten. Gar schreckliche Taten habe ich im Namen der alten Könige begangen. Während das Böse das Land verdarb, sahen meine Männer und ich tatlos zu und verrieten unseren Auftrag. Jetzt dient die rote Maid Angmar, und wir hatten doch geschworen, genau dies zu verhindern. Unser Versagen war so groß, dass Iarwein Ben Adar
uns mit dem Fluchbelegte als Halbtote weiterzuleben. Versteht ihr mich? Ich werde euch helfen, um meinen Fluch zu brechen. Aber ihr müsst noch mehr tun, um euch meiner Hilfe zu vergewissern. Das ist ja wieder mal typisch, ne? Jetzt hat er vorhin gesagt, wenn wir seine Leute besiegen, dann hilft er uns. Und jetzt haben wir sie besiegt und jetzt müssen wir nochmal was für ihn machen. Im Griff des Arid-Fürsten. Dieses Land wurde durch den Krieg, der hier gewütet hat, verdorben. Blut, viel Blut wurde hier vergossen, bis die Quellen der Herrin sich rot färbten und in einen Sumpf verwandelten. Jetzt wissen wir auch, warum der so rot ist. Die Herrin, an deren Namen sich niemand erinnert, wurde zur roten Maid, einer verlorenen und verdorbenen Kreatur. Iva Bluthand erschien vor nicht allzu langer Zeit, weckte sie und gewann Macht über sie. Jetzt ist Iva sogar eine noch größere Bedrohung als jemals zuvor. Ihr müsst gegen ihn vorgehen, um das Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur wiederherzustellen. Solange wie die rote Maid weder erlöst noch vernichtet ist, sind meine Brüder und ich zu diesem elenden Dasein verdammt. Ihr müsst in den Westen reisen, um den Herrn der Unholde Brutra und seine Soldaten zu vernichten. Sie dienen der Bluthand und müssen zerschmettert werden. Was gibt's denn hier? Brutras Fall? Ein kleiner Schild. Oh, sieht ganz nett aus, etwas klein. Brillanter Ring. Emelins Speer. Oh, Emelins Speer, 21,6. Schauen uns den mal kurz an. Das wäre eine schöne Waffe. Gefällt mir. Dann haben wir jetzt die Quest angenommen. Da haben wir jetzt nochmal eine. War die vorhin auch schon da? Ich denke nicht. Von Nartan. Die Vergangenheit zurückstoßen. Voller Trauer haben wir diesen Zeitpunkt ersehnt, an dem der Schatten aufsteigt und unsere Rolle klar wird. Wir, die Verfluchten und Vergessenen, die das Land leiden ließen und nur reglos zusahen, wir werden nicht mehr leiden, denn der Schatten zehrt an unseren Ketten und führt uns zur Absolution. Endlich werden wir zur Ruhe kommen. Unsere Brüder, die lange Zeit in der Erde verweilt haben, sind nun ihrem Schlaf entrissen von grausamen Geistern der Vergangenheit. Geister, die von ihrem Meister gerufen wurden, um an seiner Seite in die Festung von Gas-Agavin zu ziehen. Nun regen sie sich, wo sie einst ruhten, im Westen, einst unser Zuhause, jetzt nur noch Ruinen, wandern die Toten auf ein neues. Wir haben nur wenig Zeit, uns gegen die Vergangenheit zu wehren, aber vielleicht seid ihr gewillt, uns zu helfen. Besiegt Unhulde. Das sind jetzt die Folgequests quasi. Wenn wir schon rüber müssen, dann können wir die Aufgaben gleich mitmachen. Etwas, das noch gefunden werden muss. In den Ruinen im Westen, wo meine gestiefelten Füße einst auf den Steinboden der Hallen wandelten, verlor ich jemanden, der mir sehr am Herzen lag. Das letzte Erinnerungsstück, welches ich von ihr besaß, war ein Ring, der nun verloren ist. Solltet ihr diesen Ort betreten, dann sucht nach meinem Ring. Auch wenn ich diesen Fluch nicht brechen kann, werde ich vielleicht das Glück verspüren, welch einst mein Herz erfüllt hat. Ich fürchte, dass der Ring sich nun an dem Finger einer der aufgedunsenen Kreaturen befindet, welche sich in den Ruinen oder im südlichen Sumpf herumtreiben. Und last but not least, schließlich Ruhen. Taten vollbrachten wir gleich viele und durch unseren Nachnamen waren wir verbunden. Vom Tode geraubt, doch von den Schatten, der in diesem Land wächst, zu uns zurückgebracht. Er ist nicht mehr, was er einst war. Er besitzt keine Erinnerung, kein Wissen von dem, was zuvor war. Doch sein Körper erhebt sich und muss niedergelegt werden. Ich spreche von unserem Bruder, doch nicht wirklich. Vielleicht spreche ich von einer Kreatur namens Gostot, die in den Tiefen der Ruinen westlich der Feste her umherwandert. Such diese Kreatur und setz dir ein Ende, auf das sie uns nicht mehr quält. Ja, jede Menge Aufgaben haben wir jetzt. Alle hier drüben in dem Bereich, in dem kleinen Bereich, die fliegen im gesamten Bereich. Und dann machen wir uns mal auf den Weg hier rüber in die Ruine und dann schauen wir uns an, was uns dort erwartet. Wir sind ja jetzt eh schon wieder am Ende der Folge, genau. Deshalb sehen wir uns dann gleich wieder, wenn es losgeht, Richtung Feste her. Feste her, ja, genau. Ciao.